So, die zweite. Nochmal willkommen zum Stahlbaunägel Live Q&A mit Gunnar. Wir haben jetzt gerade geschaut, dass wir die App irgendwie aktualisiert bekommen. Und genau, wenn das jetzt klappt, sollten wir ihn jetzt dazu holen können. Schauen wir mal. Ja, es sieht sehr gut aus. Als davor auf jeden Fall. Aha, jetzt aber. Jetzt. Entschuldigung. Kein Problem, Gunnar. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, kein Problem. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Ein Danke. bisschen kalt hier in Deutschland, aber sonst gut. Aber ist doch eigentlich genau dein Wetter, oder? Ja, genau. Genau, wo fangen wir mal an? Wie bist du denn jetzt gerade untergebracht? Wo wohnst du denn? Zum Göppingen oder Fischau. Genau, ja. Ja, ich habe jetzt in Dänemark gespielt, letzte 3 Jahre mit Ribe Esbjerg. Und dann habe ich mit ja, Ribe Esbjerg gesprochen und die haben gesagt, dass ich bekomme nicht die gleiche Vertrag nächstes Jahr, weil wie sagt man, the budget is going down. Und dann habe ich dieses Angebot von Frisch Auf bekommen und ja, und ich habe gesagt, warum nicht in die beste Liga der Welt und eine sehr gute Mannschaft und ja, das war nur wie sagt man, ein Adventure. Für mich Ja. wäre klar besser mit die Zuschauer dabei, aber ist schon gut. Ja, das war für dich dann auf jeden Fall auch eine aufregende Zeit. Alles sehr spontan, auch mit der Reise. Ja, genau. Genau, ja, und dann ja, und nicht so einfach in dieser Zeit und ich bin hier alleine ohne meine Familie und aber hat gut geklappt und ja, Handball hat sehr gut geklappt. Wir haben jetzt alle Spiele gewonnen und ja, dann ist alles einfach. Ja, ich wollte schon sagen, seitdem du da bist und Josip da ist, seitdem können wir nicht mehr verlieren. Ja, aber das kann man nicht sagen. Ja, jetzt müssen wir weiter auch. Ja. Wohnst du noch im Hotel oder wo wohnst du gerade? Ja, ich bin im Hotel, aber die haben so eine kleine Wohnung im Hotel, so das ist perfekt für mich. Okay, also immerhin ein bisschen Upgrade, ein bisschen wie eine Wohnung. Ja, genau, so das ist gut. Cool. Genau, also an alle Frischau-Fans, ihr habt es schon gemerkt, Gunnar spricht sehr gut Deutsch. Wir quatschen auch gleich nochmal ein bisschen darüber, woher das so gut kann. Falls irgendwas nicht klappt, dann switchen wir zurück auf Englisch, Ja. haben wir es vorher abgemacht. Ihr könnt dem Gunnar gleich natürlich alle Fragen stellen, die ihr so wollt. Und er beantwortet die. Genau. Genau, vielleicht machen wir das dann direkt. Du hast davor genau, in Esbjerg gespielt, aber du warst auch schon mal in Deutschland und hast beim VfL Gummersbach gespielt. Ja, genau. Ich war 2 Jahre in Gummersbach auch. Ja, ich bin gekommen von Frankreich bis Gummersbach und ja, in Gummersbach Deutsch gelernt. Ja, wie lange hast du dort gespielt? 2 Jahre, 2 Jahre. Okay, aber innerhalb von den 2 Jahren muss man sagen, sehr gut Deutsch gelernt. Dankeschön, danke. Und jetzt verstehst du alles im Training, wenn Hartmut das Training leitet? Ja, ich verstehe alles und das, ja, kein Problem für mich. Ein bisschen schwieriger mit Sprechen, aber Hm. ich verstehe alles, ja. Cool. Ja, das kommt bestimmt mit der Zeit. Genau, du hast gesehen, es sind schon einige Teamkollegen, sind auch schon da.
Lass doch mal mit der Frage vom Janus starten. Is it true that you have never had a bad hair day? And if so, how do you do it? Gute Frage, ja. Was soll ich sagen? Ich glaube, wenn ich war jüngere, dann habe ich keine Bad Hair Days, aber jetzt schon viele, viele. Ja, gut. Immerhin sind in Deutschland jetzt wieder die Friseure auf. Die waren ja zu. Ja, Musik. Ihr habt eine gute, dann gebt mir Bescheid. Ja, die Jungs können dir da bestimmt Tipps geben. Die sind ja, muss mal den Basti fragen. Der hat doch die Saiten eh immer auf Null. Der läuft da sehr fresh rum. Ja, genau. Der Heiko fragt, ob du Kaffee willst. Ja, gerne. Ja, jetzt ist die beste Kaffee in Köppingen ist jetzt Heiko Kaffee, glaube ich. Ja, das musst du Ey, erklären. nee, vor Spiel dann holt der Heiko immer einen Kaffee für mich. Ich will gerne einen Kaffee trinken vor Spiel. Ich muss auch sagen, ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand so kurz vor Spielbeginn noch einen Kaffee trinkt. Also das ist ja wirklich so 5 Minuten bevor das Warm-up losgeht, stehst du da noch mit dem Kaffee. Ja, genau. Aber vorher hab ich immer diese, wie sagt man, Energy Drinks getrunken. Aber dann habe ich gedacht, ja, Kaffee ist besser. Das ist so ein natürlicher Koffein. Und das gute Gefühl, so ruhig bleiben und enjoy Vorspiel. Ja. Ich habe mal recherchiert, wenn ich das richtig herausgefunden habe, dann besitzt du auch eine Kaffeemarke oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das ist richtig. Ich und meine Frau, wir haben so eine Kaffeemarke in Island, die heißt Sjöstrand. So wie wir verkaufen Kaffeemaschine und Kaffee in Island. Cool. Eine Okay. schwedische Marke. Also ist Kaffee auch eine Leidenschaft von dir? Ja, genau. Gut, so jetzt geht es erstmal ums Essen. Der TV Blocking fragt, wie findest du Spätzle? Oh, gute Frage. Ich finde, das ist besser mit Pasta oder Nudeln, aber ich verstehe nicht ganz die Herme Spätzle. Es ist eine Mischung. Aber ist das Pasta oder ist das Kartoffel oder ein Mix oder? Nee, es sind schon Nudeln, aber ja, es ist halt so ein Teig im Endeffekt, der dann Okay. ins Nee, Wasser aber gepresst wird. ich finde ganz gut, kein Problem. So. Die Michaela Oberkoxholt fragt, du fährst so ein schickes Fahrrad, ist das aus deiner Heimat? Ja, jetzt wohne ich hier in die Mitte, in die Stadt und ja, ich brauche kein Auto, aber ich habe mir ein Fahrrad bestellt. Aber das ist von Holland, glaube ich. Aber so ein altes Retro-Fahrrad. Ich muss auch sagen, ich bekomme auch die ganze Zeit die Werbung von dem Fahrrad auf Instagram. Also da scheinen wir denselben Geschmack zu haben. Ja, genau. Okay. Okay, Dachi fragt, ob es stimmt, dass du so eine perfekt geformte Brust hast. Ja, cool. Dazu hat's sehr gute Frage hier. Ja, Machst muss du ich gerne sagen, Krafttraining? das stimmt. Aber kann ich nicht zeigen hier. Das ist Ja, das ist vollkommen okay. ja. So. Okay. Ja, Instagram hat offensichtlich ein Update gemacht. Wir werden die Fragen nicht angezeigt. Ja, okay, ja. Deswegen muss ich jetzt raten, was wir da bekommen. Ich drücke einfach mal drauf und wir schauen, was kommt, okay? So, Felix fragt, was findest du in Göppingen besonders? Kannst du das überhaupt schon sagen nach so kurzer Zeit?
Das ist schwierig, auch weil alles, ja, wie sagt man, alles geschlossen ist. Aber ich finde, das ist eine schöne Stadt, hier in die Mitte von Stadt. Ich habe auch mit mein Fahrrad nach, wie heißt das, Hohenstaufen gefahren. Oh je. Ja, das war ganz schwierig. Aber sehr schön, sehr schön. Und das hast du geschafft mit dem Fahrrad? Ja, aber ich habe geglaubt, das war ein easy ride, ein Sonntagsride, aber war nicht so easy. Oh je, ja, das kann ich mir vorstellen. Da geht es ganz schön steil bergauf. So, nächste Frage. DJ Breiti fragt, wie ist es für dich, so weit weg von deiner sehr schönen Heimat zu sein? Ja, das ist auch eine gute Frage, weil das ist schwierig. Aber ich finde, das ist schwierig, so weit weg von meiner Familie zu sein. Aber meine Heimat ist okay. Da ich, ja, wie sagt man, wir fahren nach Island jedes Jahr zweimal, dreimal. So, das ist kein Problem. Und jetzt mit Internet auch, bist du auch. Ja, kannst du mit alle sprechen, easy. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, für uns Deutsche ist das immer so, also Island hat so eine Anziehungskraft, weil es sehr schön ist. Und Ja. deswegen denken wir immer so, okay, wäre schon cool, dort zu sein. Aber für euch ist das ja normal, weil ihr seid dort ja aufgewachsen. Ja, aber ich denke auch, immer wenn ich komme nach Island, ist immer ein so Wow-Faktor. Weil das ist ja special, das ist unique. Ja, auf jeden Fall. So. Das ist aber echt blöd, dass mir das hier alles nicht angezeigt wird. Also nächste Frage. Ah ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hoffe mal, du kannst mir da helfen. Ja, okay, aber das kann ich das sehen, oder? Wird dir angezeigt unten, oder? Nein. Nicht? Nein. Okay. Normalerweise wird das immer angezeigt. Ja. Oder ist. Also es müsste was auf Isländisch sein, das kann ich halt nicht aussprechen und nicht Okay. übersetzen. Das sehe ich nicht. Schade. Dann. Aber du kannst versuchen, oder? Dann kann ich mich nur blamieren. Aber warte, ich probiere es. Ich probiere es. Wat seigir pu Gott Pabi Min? Oh, okay, das ist meine Tochter, glaube ich. Ah. So, sie sagt, ja, wie geht's wie geht's dir, mein Vater? Ja, genau. Okay, Okay. mir geht's gut. Danke. Nochmal der TV-Bloching, mal wieder liebe Grüße, die sind häufiger dabei. Stimmt es, dass alle Isländer an Trolle und Elfen glauben? Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht so gut. Aber das ist so ein, wie sagt man, so old tradition. Ja. Aber ich glaube, dass alle Ausländer glauben, dass, wie sagt man, they have this story about Iceland. Ja. So, nein, stimmt nicht. Wäre das geklärt? So, nochmal nächste Frage. Lars fragt, was hat dich am meisten geprägt? Also, verstehst du die Geprägte. Frage? Nein. Was war ein Moment in deiner Karriere, der großen Einfluss auf dich hatte? Okay. Ja, jetzt habe ich, wie sagt man, viel erlebt in meiner Karriere, aber ich glaube ja, dass immer meine Spiele mit die Nationalmannschaft sind die größte. Und das war, ich bin, wie sagt man, am meisten stolz auf. Ja. Okay.
Habe ich gerade gedacht, das Internet ist kurz weg, aber es passt. Ja, genau. Alle Deutschen trinken auch Bier und essen Sauerkraut. Genauso glauben alle Isländer an Trolle und Ja, Elfen. genau. So, nächste Frage. Aaron fragt, was gefällt dir an Deutschland besser als in Dänemark? Oh, in Deutschland besser als in Dänemark. Ja, gute Frage hier. Aber für mich ist, wie sagt man, ich habe mich immer gut gefühlt in alle Länder, Frankreich, Deutschland, Dänemark und Schweden auch. Aber ich finde Deutschland ist sehr gut. Das ist so eine, wie sagt man, gute Stimmung und die Leute sind echt, ja, wie sagt man, ja, polite and good, Freundlich. so, ja, freundlich. Und so wettertechnisch? Wettertechnisch. Ja, vom Wetter her? Ja, jetzt habe ich, das ist hier Ja, wie gut. Rollercoaster. Ja, jetzt gerade, das stimmt. Das Ja, stimmt. ein Tag ist 20 Grad und am nächsten Tag ist Schnee. Ja. Aber für mich ist sehr schön hier. Ich hoffe, die nächste Woche wird ganz gut und dann, das mag ich gerne, das, weil das haben wir nicht in Island. Ja. Dann haben wir der beste Sommertag mit 15 Grad oder so. Ja, das haben wir nicht in Island. Beim guten Wetter kannst du dann noch mal in die Berge gehen, aber dann Ja. vielleicht ohne Fahrrad Ja, genau. oder eine flachere Route aussuchen. Genau. So, da musst du mir wieder helfen, das kann ich natürlich wieder nicht aussprechen. Ja, okay. Das sind meine Kinder, die schreiben hier, aber ich glaube, dass ich kann mit dir sprechen auch nachher. Okay, dann machen wir nochmal die nächste Frage. Tobi fragt, kannst du dir vorstellen, weiterhin in Deutschland Handball zu spielen? Ja, das kann ich, weil ja, ich will gerne, wie sagt man, Handball auf die höchsten Levels spielen und ja, das ist einfach so in Deutschland, ja, gerne. Das wird für dich wahrscheinlich dann auch nochmal eine spannende Zeit jetzt, wenn dein Vertrag hier ausläuft und du ja, willst natürlich irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ja, und ich habe jetzt ein paar möglich, was ein paar Vereine, dass ich kann, wie sagt man, ja, ein paar Optionen und Ja, dass du dort ich muss nur, runterkommst, ja. ja, muss, ich muss nur überlegen, was passt best. Cool. Ja, also wir würden uns wahrscheinlich freuen, wenn wir dich dann nochmal in der Hölle Süd begrüßen dürfen. Dann Ja. hoffentlich mit Zuschauern. Ja, genau. Das wäre echt schön. Vielleicht auch, wenn du noch ein paar Spiele hier machen könntest, wo Zuschauer da sind. Ja, das hoffe ich, aber Ja, es sieht nicht gut aus, leider. nee, leider, ja. Ja, Heiko will, dass ich das Isländisch immer vorlese, aber ich Ja, glaube, es klingt nicht mal ansatzweise wie Isländisch, deswegen lasse ich es einfach. Stattdessen stelle ich nochmal die nächste Frage vom Henning. Er fragt, gibt es ein deutsches Essen, das du gerne in deiner Heimat verbreiten würdest? ich mag gerne die Herr Schnitzel essen und das gibt nicht so viel in Island. So das glaube ich, yeah, I will also do it in the future, glaube ich. Vielleicht auch eine Geschäftsidee, ein Schnitzelrestaurant. Ja, warum nicht? Weil da sind auch viele deutsche Touristen in Island, so ich glaube, das ist gut Geschäft. Ja, das glaube ich. So, eine Frage habe ich noch, die vorher eingegangen ist. Schilling 23, woher kommt dein Nickname, BT?
Oder, ja, heißt das Wer Viti? fragt das? Schilling 23. Ich vermute mal, dass das ein ehemaliger Teamkollege von dir ist. Ja, Oder irgendein okay. Freund. Ja, das ist ein dänischer Freund. Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum das. Aber gute Frage, Schilling. Ja gut, aber dann wissen die Jungs ja jetzt Bescheid mit deinem Spitznamen dann für die Zukunft. Genau, mehr Fragen. Ne, von allen, die reingekommen sind, haben wir schon alle durch. Falls ihr noch irgendwelche habt, dann stellt die gerne, dann machen wir noch zwei, drei. Die Antje fragt, mit wem teilst du dir auf Auswärtsfahrten das Zimmer? Ich glaube, bis jetzt bist du noch kein einziges Mal mit Übernachtung unterwegs gewesen, oder? Nee, einmal mit, wie sag mal so, Tageshotel. Ja, Und da das war macht ich jetzt mit ja Sinn. Zelenovic. Ich glaube, ich habe hier Janus Platz genommen Ach so, als okay. Seles Roommate. So, das war Okay. gut, sehr gut. Ja, der Seele ist ja auch ein witziger Typ. Da Ja, wird ja einem nicht genau. langweilig. Ja, ansonsten schauen wir mal, ob noch ein, zwei Sachen kommen. Vielleicht will Dachi noch mal eine Frage stellen. Okay, der Domme fragt, hast du ein Ritual am Spieltag? Ja, habe ich, aber kein besonderes. Aber so ein normales Spieltag dann immer, ja, wie sagt man, Breakfast, Essen. Dann mache ich immer schon ein so Game Day Training. Okay. So ein Easy Training mit bisschen Stretching und ein paar Übungen. Dann ein gutes Essen, Pasta und ja, viel Kohlenhydrat und dann bisschen schlafen und dann Spiel. Und Okay, Kaffee das heißt, trinken. Kaffee du trinken. hast einen genauen Tagesablauf, der immer gleich ist am Spieltag. Ja, so fast gleich, ja. Aber wichtig Okay. für mich ist diese Game Day Training, Okay. dass ich ja meine Körper, wie sagt man, ist Ja, bereit. vorbereitet, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Frage. Nochmal von der Antje. Was machst du, wenn du frei hast? Ich habe niemals frei. Nee, wie ich gesagt habe, dann haben wir ein so kleines Firma in Island. Okay. Und das arbeite ich viel mit, wann wir frei haben. Aber sonst bin ich mit meiner Familie oder Freunde und hier in Deutschland mit Dachi. So, ja. Yeah. Aber du kannst dich wahrscheinlich auch noch mit einigen anderen Teamkollegen dann auf Dänisch zumindest irgendwie verständigen, oder? Ja, genau. Jakob und Tobi, ja, Ja. genau. Sprechen wir Dänisch, aber das ist schwierig. Dann Isländisch, Dänisch, Deutsch, das ist ganz viel. Ja, das glaube ich. Da kommen wir mal durcheinander. So, da ist jetzt nochmal, okay, nochmal zwei gute Fragen. Dann würde ich sagen, machen wir die beiden noch und dann soll es das für heute gewesen sein. Wieso kommen aus einem so kleinen Land wie Island so viele gute Handballer? Fragt der TV-Ploching. Ja, das ist eine Frage, dass ich, wie sagt man, in alle Länder hat bekommen. Ja. Weil das ist ganz Besonderes, weil wir haben jetzt unsere Handballmannschaft und Fußballmannschaft und Basket auch von so einem kleinen Land. Aber ich glaube, das ist, wie sagt man, die Attitude oder von den Isländern, Ja. die glauben immer, dass die können alles gewinnen. Und Okay. dann haben wir diese, wie sagt man, so wie
Alle meine Freunde, wir haben alle Fußball und Handball gespielt. Die ganze, so das ist ein, wie sagt man, große Sporttradition in Island. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein sehr großer Faktor, dass die Kinder schon sehr früh sehr viel Sport machen in Island. Ja, Und genau. ich glaube auch mehrere Sportarten gleichzeitig, so wie du es gesagt hast. Ja, genau. Aber das ist, weil das ist eine sehr gute Frage, weil das ist ein, ja, wie sagt man? Ja, unglaublich, dass wir. Ja, fast schon ein Wunder. Ja. Ja, aber also ist echt faszinierend. Die isländische Nationalmannschaft ist ja auch immer noch international echt eine Hausnummer. Ja. Jedes Jahr aufs Neue. So, letzte Frage vom Q&A. Gottkanzler MB fragt, welche Art von Musik hörst du? Ja. Ich bin ein bisschen so, wie sagt man, all around. Okay. Aber ich denke, so ganz, vielleicht ein bisschen Hip-Hop und Weekend oder ja, ein bisschen so, aber all around. Kresho ist auch unsere DJ und der macht ein gutes Arbeit da. Das wollte ich jetzt fragen, wie du Grechos Musik einschätzen würdest. Ja, vor dem Spiel ist ganz hart, aber gut. Aber er hat auch, wie sagt man, etwas für alle. So, er Ja. macht das gut. Gut arbeiten. Und hast du dich schon an die Mallorca-Lieder als Sieger-Soundtrack eingestellt? Uff, das habe ich in Gummersbach viel gehört, aber hier nicht so viel. Aber er kommt, glaube ich. Ja, jedes Mal ein neues Abenteuer, wenn man mit dem Sieg nach Hause fährt, auf jeden Fall im Bus. Ja, genau. Und wir haben ja auch den Disco-Bus, hast ja auch schon mal Ja. gesehen. Ja, genau. 4 Stunden in Disco-Bus, dann wirst du ganz. Ja, ist immer wieder gut. Gut, dann soll es das jetzt mal erstmal mit den Fragen gewesen sein. Ich habe noch zwei Fragen an dich, bevor wir Schluss Okay. machen. Ja. Zum einen will ich natürlich wissen, wie morgen das Derby gegen Barlingen-Wallstätten ausgeht. Was ist dein Tipp? Ja, ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel, weil Balingen hat auch gut gespielt, aber wir wollen klar winnen und ja, ich glaube, das wird 28-24 für uns. So, wir nehmen dich beim Wort. Das muss genauso rauskommen. Ich glaube ja tatsächlich, jetzt, ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber es könnte sogar sein, dass das der Rekord ist, 9 Spiele am Stück gewonnen zu haben von frisch auf. Also das ist echt was Okay. Historisches. Das gab es noch nicht so oft. Ja, Von daher, okay. die Serie soll auf gar keinen Fall brechen. Da sind wir uns ja einig. Nee, und das, wir sind auch, wie sagt man, in Guter Form. gute Form Ja. haben gute Gefühle in die Gruppe und ja, das ist schön jetzt. Ja, das denke ich auch. Das wollen wir mitnehmen. So, genau. Und meine letzte Frage. Du wurdest nominiert vom Jakob und ich will wissen, mit wem ich wahrscheinlich wieder das nächste Live-Q&A, das nächste Stahlbaunägel-Live-Q&A führen darf. Weil wir spielen das nächste Mal, ich glaube, am 24. in Stuttgart, also dann am Abend davor, auch wieder hier in Okay. der Online-Verfassung. Und genau, müssen wir mal schauen, dass wir irgendjemanden nehmen, den wir noch nicht hatten. Ja, jetzt weiß ich nicht, wer hat schon, aber ich nehme, hat der Uhr schon? Ich glaube, Uhr war noch nicht. Nee? Ich glaube, Uhr war noch nicht. Dann nehme ich Uhr. Gut. falls er doch schon war, dann bekommen wir es irgendwie anders hingedeichselt. Ich schaue mal, ob der Heiko noch da ist. Der weiß sowas immer besser als ich. Vielleicht kann er es gleich nochmal reinschreiben. Aber ich glaube, Uhr war noch nicht. Von daher freue ich mich dann,
Ja, also Geht. Heiko gibt's Go. Von daher freue ich mich dann auf das nächste Stahlbaunägel Live Q&A mit dem Uhr. Jetzt aber erstmal Fokus auf morgen, Ja, genau. ausruhen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, kein Und Problem. Danke dir. genau, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann, danke fürs Bis Zusehen. dann. Ciao.